haben wir ja elektrotechnisch alles wunderbar vorbereitet für Fernseher, großer Wandfernseher, wahrscheinlich mit einem kleinen Hintergrundbeleuchtung, Backlight oder wie sich das heute alles nennt. So, wenn der hier hängt, dann können wir natürlich hier schlecht eine Deckenbeleuchtung hinmachen, weil mit einer Blendwirkung zu erwarten ist. Deswegen müssen wir es so machen, Rücksicht darauf nehmen, was bedeutet, dass wir die Beleuchtung so weit wie möglich weg von dem Fernseher haben. Das hieße an der Decke, hier machen wir erstmal gar nichts, ich gehe jetzt mal rum, sondern wir machen eine schlichte L-Beleuchtung, würde ich das jetzt mal nennen. Das heißt also, ich nehme jetzt mal einfach mal die Taschenlampe, das wäre diese Zone hier, in diese Zone machen wir Deckenbeleuchtung in LED rein und gehen dann hier rüber, weil hier der Sitzbereich sein wird, der da separat auszuleuchten ist. Schaltungsart machen wir jede Schlichte eine Ausleuchtung mit mindestens 3 LED-Leuchten. Hier machen wir 5 Leuchten rein in der Wechselschaltung, die schon vorbereitet ist, auch in LED. So, diese Beleuchtung hier muss korrespondieren mit der Beleuchtung in der Küche. Jetzt sind wir auf der anderen Seite des Trägers. Und hier ergeben sich schon, hier machen wir eine Beleuchtung gleicher Art rein, weil die beiden, wie ich eben sagte, korrespondieren. Das heißt also mittig in ein Feld des Trägers machen wir 1, 2, 3, 4 LEDs rein, die vertikal eingebaut werden und dann unter die Decke oder, da man ja schwenken kann, in einem Winkel nach unten geführt werden. Dieser Rhythmus soll sich hier auch wiederholen mit den 1, 2, 3, 4 und da dies hier länger ist, machen wir noch eine fünfte dazu. So, dann hätten wir diese beiden Räume, denke ich mal so, ausgestaltet mit dimmbarem Licht, dass wir es anpassen können nach den Bedürfnissen. Das lässt immer noch die Möglichkeit offen, eine Stehlampe oder punktuelle Beleuchtung mit Leselampe, Stehlampe oder Wandlampe noch hier anzubringen. Das hierzu. So, ja, das war es erstmal soweit. Okay, dann danke ich dir. Mache ich mal wieder einen Schnitt. Thema Flurbeleuchtung. Weil wir haben jetzt eine etwas eigentümliche Geometrie, nicht rechtwinklig. Und ich mache das mal wieder mit der Taschenlampe. Hier würde die Wand verlaufen, so in der Art. Also dort, wo ich jetzt hier stehe, ist der größte Bewegungsraum. Der ist auch so gewollt, weil hier ist ja der Begrüßungsbereich. Wenn hier müssen sich 2, 3 und 4 Leute aufhalten können. So, das heißt also, hier brauche ich auch Licht. Hier haben wir es schon vorgesehen. Da ist der Deckenauslass. Hier können wir die gute alte Deckenleuchte entweder im Jugendstil oder hypermodern unterbringen. Ich denke, das ist hier somit die beste Stelle. Wie gehabt, die alte Lösung hat hier auch schon ihren Platz gehabt. Diese Stelle würde also den Eingangsbereich, die Treppe und den Abgang ausleuchten. So, jetzt geht der Flur bis hierhin. Ich stehe jetzt hier genau in der Tür zum Wohnzimmer und hier ist es natürlich dunkel. Hier kommt nicht so viel Licht, hier sind wir weit weg. Und da gäbe es Möglichkeit 1. Der Schreiner hat hier eine Glastür mit einem Oberlicht. Und da wir in der gleichen Höhe wie mit der Tür dort drüben arbeiten wollen, hätten wir hier eine Verblendung von ca. 25 bis 30 cm, bevor das Oberlicht anfängt. In diesem Bereich könnten wir eventuell auch LEDs einbauen, die mit dem Schwenkbereich nach unten gehen. Das wäre Punkt 1. Punkt 2 wäre, dass wir zentral unter die Decke eine Einbauleuchte machen, die dann hier einen Lichtkegel produziert. Ich deute das hier mal nur so an, die genau den Dunkelbereich ausleuchten würde und quasi einen Lichtvorhang vor dieser Tür als auch vor der Tür zum Bad produzieren würde. Das wäre auch möglich. Würde dann aber zwei unterschiedliche Beleuchtungsarten bedeuten, hier eine Deckenleuchte und hier eine Einbauleuchte. Wäre möglich, gefällt mir nicht ganz so gut. Und dann kommt hier Plan C, die gute alte Wandlampe. Die würde sehr gut mit der Deckenleuchte korrespondieren. Und damit könnten wir einen Lichtkegel nach oben produzieren für eine indirekte Beleuchtung
und einen Lichthebel nach unten, der den gleichen Effekt produzieren könnte wie die Einbauleuchte. Und hiermit, denke ich, werden wir durchaus flexibler. Mhm. Das wären die verschiedenen Möglichkeiten. So, als letztes vielleicht noch, nein, das brauchen wir nicht, hier sollte die Garderobe hin, dass wir dann in diesem Teil, so können wir mit einer kleinen Beleuchtung den eingebauten Wandschrank, so was ähnliches würde es ja dann sein, beleuchten. Aber diese Beleuchtung hat nichts mit der Flurbeleuchtung als solches zu tun, sollte separat schaltbar sein. Mhm. Somit könnten wir diese L-Version einigermaßen ausgeleuchtet kriegen in den verschiedenen Varianten. So, jetzt muss entschieden werden. Zeit läuft. Oh. Ja, dann danke ich dir. Kamera läuft. Kamera läuft. Ich bin jetzt wieder hier unten, habe meine Deckenleuchte und gehe zur Treppe rauf. So, dann ist es Aufgabe dieser Leuchte, diesen Teil der Treppe auszuleuchten. Das heißt, sie sollte ein bisschen nach unten kommen, vielleicht eine schöne Hängeleuchte. Und dann kann sie diesen Bereich schön ausleuchten. Ich gehe dann hier zu meinen Schaltern, Wechselschalter oder Taster, je nachdem, was es so gibt, und schalte dann die Beleuchtung ein, die dann nach oben führt. Das heißt also, die brennt schon und jetzt brauche ich noch zusätzliche Beleuchtung. Das wäre jetzt erstmal die Leuchte über dem Podest hier oben. Die hat die Aufgabe, diesen Bereich bis zur Mitte der Treppe hier auszuleuchten. Jetzt haben wir nur den Punkt, dass wir von der Leuchte unten als auch von der Leuchte oben hier in der Mitte eine sehr problematische Zone haben wegen Schlagschatten der Stufen. Das ist von der Unfallkasse zum Beispiel her nicht gewünscht, aber dem können wir entgegenkommen. Und da hatte unser Bauherr eine wunderbare Idee. Und zwar können wir hier in der dunkelsten Ecke eine Eckwandleuchte hinpacken oder Strahler, die dann diesen Bereich ausleuchtet. Voraussetzung ist, dass wir natürlich recht die Lichtquelle schützen, dass der von unten rein hochkommt, nicht reinguckt. Hier hätten wir einen direkten Anteil an Licht und wir könnten auch einen indirekten Anteil nach oben machen mit Streulicht. Dann käme auch das Licht von vorne auf die Stufen, was von Unfallträchtigkeit her wesentlich besser ist. Ja, das war es erstmal zu dieser Beleuchtung im Flur. Analog oben. Ja. Kann man da noch was zu sagen? Nee, also hier ist schon vorgesehene Wandlampe. Die sollte die Fußleuchten am besten. Man kann sie auch direkt, probieren wir eine Direktstrahlung, ginge auch möglich. Die würde den Teil besser übernehmen können, als wir es im Geschoss drunter haben. Da können wir auf die zusätzliche Eckleuchte verzichten. Also es wäre eine Lampe, die ein direktes Strahlungsteil hätte und nach Möglichkeit vielleicht auch hier wieder einen indirekten Strahlteil, der diffuses Licht in alle Richtungen wirft. Denke mal, dass wir mit dieser Lösung hier ganz gut hinkommen, schätze ich mal. Ja. Beleuchtung, da wolltest du noch was zu sagen. Ja, Gedanke war, LED, wie sich's gehört. Ne? Kann man dann trotzdem noch eine Lampe aufhängen oder nicht mehr? Doch natürlich, du kannst das variieren können. Achso. Ne? Nee, erzähl mal. Ich höre mal zu. Hier in einem Abstand, das müssen wir dann noch mal ein bisschen ausmessen oder wir müssen es mal auf dem Fußboden auszeigen. Ne? 1, 2, 3, 4. Ich bin aber wieder falsch, es müssen 6 werden. Also 6 Stück in der Richtung. Ich bin natürlich wieder falsch angefangen. Na, 6 müssen wir in diese Richtung hinkriegen. Dann kriegen wir hier ungefähr, müssen wir sehen, dass wir einen Drehpunkt hinkriegen. Und ab hier in diese Richtung, das ist wieder Nummer 1. Und dann 2, 3, 4, 5. Die werden getrennt geschaltet, gedimmt. Ja, das Na? Ist schön. Das heißt also, bei Bedarf, wenn du nur sitzt, reicht es, diese hier zu haben, ja. Hast ein diffuses Licht, ne? Der hier kann eine Streuscheibe haben, das geht recht weit. Ne? Diese hier, die würde ich eher sehen mit einem sehr starken Strahl nach unten, also eng. Ne? Die kannst du dann zuschalten, wenn dieser Raum mit gezeigt werden soll oder wenn der jetzt andere repräsentative Ecken machen will.
Da würde ich gar nichts machen, zum Beispiel in der Ecke. Weil der Fernseher ist ja auch, das ist ja auch Fernseher. Ja, da kommt der Fernseher hin und deswegen dachten wir auch, sehr schmal, damit die Blendwirkung auf den Monitor, der ja meistens sehr glattflächig ist, so gering wie möglich ist. Mit einer Streuscheibe sehen wir da ganz alt aus. Das können wir nicht machen. So, Ponton wäre natürlich auf der anderen Seite. Da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Die eine hat nur gesagt, wenn jetzt die Verkleidung hier rumgeht, haben wir ja hier einen Höhenversprung, dass das hier in, wenn wir einen Höhenversprung von knapp 10 cm hinkriegen, dann könnten wir die Leuchten quasi hier in den Hohlraum vom T-Player reinmachen und dann würde das waagerecht hier unter der Decke langstrahlen können, würden diffuses Arbeitslicht für die Küche herstellen. Ja, und da würdest du dann ja vorstellen... Da kommt ja von oben dann. Da könnte man von oben ein Brett machen und den Lichtvorhang. Ne? Das schließt ja das Arbeitslicht über der Platte unter den Hängeschränken nicht aus. Das ja, den hat man ja noch zusätzlich. Ja. Ne? Wenn's alternativ, könnte man das natürlich genauso machen wie da drüben. Mhm. Weiß ich nicht, ein bisschen Geschmackssache. Was aber sein muss, dass beide Leuchten, die als auch die hier, müssen den gleichen Rhythmus haben. Mhm. Die müssen absolut im gleichen Rhythmus sein, sonst haut es nicht hin. Mhm. Sonst sieht es gar nicht aus. Mhm. Ja, das war so ein bisschen der Gedanke. Ja. Das schließt und jetzt nicht aus. Und jetzt zu den traditionellen Lampen. Genau, das schließt nicht aus, dass hier eine Stehlampe hinkommt. Ja. Oder dort, wenn ein großer Schrank ist, dann kannst du auch eine Glasteile in oder auf den Schrank Beleuchtung zu machen. Ja, ja. Und drüben im Zimmer, was denn Esszimmer mal würde, nach kurzer Verbotszeit, wenn ich da völlig in der Mitte eine Lampe habe? Ja, natürlich, oder? Das Gehält, der Konrad, da hat er eine neue Strippe schon gezogen, also das, ne? Dass hier natürlich Esszimmerlicht sein kann und das, was wir dort in die Schräge legen, das kann dann unterstützend sein. Wenn es ein Arbeitszimmer ist, ist das die Majorität, um Grundlicht zu erzeugen und der hier hängt mehr oder weniger zur Dekoration. Ne? Als Esszimmer ist es genau umgekehrt. Ja, ja. Ne? Und da müssen wir auch Streuscheiben reinmachen, damit wir nicht die Augen, keine Blendung der Augen kriegen. Mhm. Aber ich glaube, der ich sag mal Elektro-Konrad, jetzt ist aber nicht minder, eigentlich abwertend gemeint, weiß das schon. Ja. Nein, das erhalten wir hier. Gut. So, und da machen wir eine schöne Schiebetür hin. Ja. Wird diese Schiebetür sehr schwer werden verlegt? Ja, die ist sehr schwer. Deswegen... Oder gibt es da noch eine andere Idee zu?